Und wie ist es mit dem unternehmerischen Risiko? Das wird ja in unserem Land nicht unbedingt hochgeschätzt, oder? Das Risiko wird also für, vor allem für junge Unternehmer immer größer. Sag ich für mich persönlich, ich habe schon, ich sag, eine erfolgreiche Karriere als Möbelhändler hinter mir. Ich habe auch schon, ich sag, gutes Geld verdient. Aber für jemanden, der sich etwas aufbauen möchte, für junge Menschen, ne, es ist in Wirklichkeit schon fast unmöglich geworden, vor allem in bestehenden Branchen sich durchzusetzen. Ich sag, wenn du jetzt Friseur werden willst, also ich sag, Registrierkasse, Auflagen und nicht zuletzt auch, ich sag, die Wirtschaftskammer selbst, die das ja mit ihren Gremien reguliert, dass überhaupt ein Nachwuchs nachkommt. Also für mich ist ein absoluter Blödsinn, dass junge Leute gefördert werden. In Wirklichkeit werden sie gehindert daran, sich selbstständig zu machen.